Schönen guten Morgen, es ist 7.26 Uhr, vor ein paar Minuten war es Sonnenaufgang. Die heutige Tour geht wieder vom Gasthof zur Schießstätte weg, Maurerwald, nach St. Corona. Und die Gesamtstrecke umfasst 36,2 Kilometer und dauern soll es laut Wanderführer 10 Stunden 27, also da haben wir schon einiges zu tun. Und heute sind wir zu zweit. Puppi, komm her. Brave Maus. Ja, genau. Die ist heute mit dabei. Und ja, die ist schon ganz wild drauf, dass sie endlich in den Wald hineingeht. Also, wir halten euch am Laufenden. Wieder einmal ein super toller Morgen. Genial schön. Wienerwald. Kurzes Update, die ersten 6 Kilometer sind erledigt, 30 haben wir noch bis zum Ziel und es geht aber gut und das Wetter ist super, also Oktober, Mitte Oktober, die Sonne scheint, es ist durchs Gehen natürlich auch dementsprechend warm, aber es passt gut, sehr sehr schöner Tag, sehr sehr schöner Weg. Sehr, sehr cooler Hochwald, in dem wir da jetzt gerade sind. Wirklich super. Sehr toll. Das ist überhaupt ein sehr, sehr... Warte, Puppi, warte kurz. Das ist überhaupt ein sehr, sehr toller Wanderweg, den wir da wieder erwischt haben. Beziehungsweise den unser GPS für uns ausgesucht hat. Und ja, es ist wahnsinnig schön. Und wir gehen ein Stück weiter.
Alles klar, weiter. Wir sind jetzt kurz vor unserem Rastplatz. Das ist da irgendwo oberhalb Sulz um, glaube ich, Sulzer Höhe. Und da haben wir einen wahnsinnig tollen Ausblick. Jetzt geht es da hinein in den Wald und dann sollte man beim Rastplatz sein. Da gibt es mal eine Jause. Nichts geht halt über die Romantik einer Überlandleitungsschneise. So manch schönes Teil, das hier die Landschaft schmückt. Rastplatz gefunden. Sehr cool. Da werden wir uns das jetzt ein bisschen gut gehen lassen. Das ist ein sehr, sehr nettes Teil. Und da werden wir jetzt eine kurze Pause machen. Das ist die Aussicht dazu. Moment, du kriegst das ja gleich. Hat.
Wir haben eine sehr, sehr nette Jause an diesem schönen Platz gehabt. Wir sind jetzt am Weg weiter. Wir haben nur ungefähr 24 Kilometer oder so. Wir müssen da jetzt ein Stück zurückgehen, weil der Jausenplatz ja nicht auf der Strecke gelegen hat, aber das sind ein paar Meter, das ist nicht weiter schlimm. Die Prinzessin ist auch da. Gut bepackt. Mit eigener Trinkschüssel. Und ja, es geht weiter. Wir haben noch viel vor uns. Und es ist 12.18 Uhr. Viel Lanz. Also, weiter geht's. Über diesen kleinen netten Bach geht es jetzt da wieder rein in den Wald und dann rauf auf einen Weg. Der erste Weg war gesperrt, der hier ist frei und die nächste Station ist Klausen-Leopoldsdorf. Da waren wir schon mal, da werden wir uns auf ein Bier freuen im Café Cappuccino, wenn ich mich richtig erinnere. Puppi, komm. Gehen wir. Also, saß. So, Kilometer 20 ist gerade erledigt. Wir sind nach wie vor am Weg nach Klausen-Leopoldsdorf. Hinter mir ein kleiner Holzlagerplatz, so wie man sich das vorstellt. Saus! Also ich muss sagen, mit dem Navigationssystem übers Handy, das ist nicht schlecht. Das funktioniert sehr gut.
Zweimal sind wir bis jetzt ins Nichts gegangen. Einmal war einfach kein Weg da und das zweite Mal war gesperrt wegen Jagdgebiet. Da sind wir natürlich logischerweise nicht durchgegangen, weil das das Rückzugsgebiet ist und weil da gejagt wird und da will, glaube ich, keiner dabei sein. Ja, wie gesagt, Kilometer erledigt, 20 glaube ich, Kilometer offen, 17, sowas. Wir melden uns wieder. Sehr, sehr schönen Waldabschnitt und Laubwald, wahnsinnig toll. Da steht ein kleiner Hochstand, aber was ich euch zeigen wollte, ist der Weg, den wir da entlang gehen. Das ist eine Wanderbahn, eine Autobahn für Wanderer. Extrem breit, wahnsinnig ausgeholzt und das hat schon da vorne begonnen. Und es geht noch immer noch Klausen-Leopoldsdorf. Also, packen wir's, Puppi, komm, weiter geht's. Wir sind da zwar am richtigen Weg, aber er ist ziemlich verdreckt. Da dürfte in der Schubraupen gefahren sein oder irgendwelche anderen riesengroßen schweren Geräte. Hinten sieht man jedenfalls Kettenspuren und da geht diese Autobahn weiter. Da messen wir jetzt noch ein bisschen durch. Hoffentlich wird es besser. Das ist ja der Bösewicht, der den Weg so schön verhunzt hat. Wir haben diesmal wieder wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Es ist sehr, sehr schön. Die Abendsonne legt sich da gerade über die Wiesen und da hinten hört man irgendwo einen Dodge Ram aufjaulen. Und einen jungen Mann, der sei Geländegurken ausprobiert. Auch fein. Schauen wir mal. Also, ob wir das schaffen, dass wir noch vor Sonnenuntergang ankommen, kann ich so jetzt nicht sagen, weil es kommt noch mehr gescheite Steigung. Aber ja, wir werden natürlich schauen, dass wir ein vernünftiges Tempo beibehalten, aber übertreiben tun wir es auch nicht. Wenn nicht, dann kommen wir halt später an. Es ist vollkommen wurscht. Ja. Und der Prinzessin geht's gut. Das nenne ich einmal einen netten Weg. Da müssen wir jetzt rüber. Na bitte. Das waren jetzt zwei ganz, ganz nette Pferdeln. Mag ich sehr gerne. Normalerweise stehen sie immer mitten in der Weide, aber die waren heute ziemlich nah dran. Wir gehen jetzt da noch ca. 10 Kilometer und haben noch eine anständige Steigung vor uns, was ich so vorhin von einem der Einheimischen im Kaffeehaus gehört habe. Da waren wir übrigens wieder, war gut. Und Sonne steht schon sehr tief. Aber wahnsinnig schön, ich zeige euch das einmal kurz. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Tage, die wir da haben. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Bis später.
So, wir haben einen der letzten Hügeln geschafft. Wir haben Distanz zum Ziel 6,25 Kilometer. Ist nicht weiter tragisch, wenn es auf guten Wegen geht, ist es kein Problem. Es ist schon ziemlich dumpfer. Und wir brauchen doch noch einige Zeit. Das heißt, wir werden dann einmal die Laterne herrichten und werden dann in der Dämmerung schauen, wie weit wir kommen. Das war jetzt ein cooler Aufstieg. Ja, so schaut es aus. Ich weiß nicht, ob man noch wirklich viel erkennen kann. Es ist schon sehr, sehr dunkel. Aber ein Stückerl gehen wir noch auf jeden Fall. Bis später. Sonnenuntergang. Guppi, ein bisschen geht's noch. Ein paar Kilometer. Dann gibt's was zum Essen. Es kann nicht so schlimm werden. Der Mond ist schon da. Und die ersten Sterne, das heißt, der ist im Zunehmen. Somit wird es auf den offenen Wegen hell. Ja. Schauen wir mal, ein bisschen haben wir noch. Wir sind angekommen und wir gehen jetzt in den Gasthof. Hoffentlich kriegen wir noch was zum Essen. Und dann heiße Dusche, Bein- und Fußpflege und dann gehen wir schlafen. Bis später. Thank you.